Und da sind wir zurück in der Gasse mit dem Penner und dem Hund. Der NRW bei 18 hier beim Let's Play. Es ist immer wieder montags. Und ja, auch an diesem Montag habe ich keine neuen Ideen, wie ich hier jetzt weiterkommen könnte. Aber... Sicher, sicher. Ich verstehe. Mit wem redet ihr? Verzeihung, Sir. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Aufgelegt. Okay. Kann ich jetzt mit dem... Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken und... Ja, sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch! Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme gelöst. Zumindest erstmal. Ja, aber das hatten wir alle schon. Alter, ich würde dir ja gerne helfen, aber mein letztes Essen war... Also gleich versucht er uns wieder was anzudrehen. Wenn du nach jemandem mich für Kohle mit Kopf suchst, dann nimm meinen Meter. Er heißt, er sitzt buchstäblich auf Berge von Geld. Nein, wie geil. Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für 3 Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine haarigen Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Hm, ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh, und ruf nicht bei Vollmond an. Es könnte echt schief gehen. Ich rufe ihn jetzt gleich an. Er tippt gar nicht in sein Handy. Hallo? Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand... Besorgt dir einen vernünftigen Job, Drecksack. Ich hab's wieder verbockt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Oh nee, ich hab's dir ja gesagt, es ist ein... Komm, lass mich mal. Komm schon, nicht aufgeben, versuch's nochmal. Warum? Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat. So läuft das also bei Wondermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben. Na gut, ich werd's nochmal versuchen. Daumen drücken. Hallo? Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung, als... Siehst du, er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Ich hab's dir ja gesagt, er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger alter Mann. Du sagtest doch, er sei leicht zu manipulieren. Aber ich schaff's nicht mal, ihn für 2 Sekunden am Telefon zu behalten. So kann ich nie etwas verkaufen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alter. Mit mir redet er auch nur, wenn er mich bedrohen oder beleidigen will. Genau wie mein Boss. Und meine Frau. Sogar meine Kinder. Oh Gott. Jetzt aber. Komm, lass mich mal. Im Ernst?
Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy, du hast nichts zu verlieren. Oh, auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Oh nein. Showtime. Doch, er macht es tatsächlich. Hallo? Ich hab gedacht, er klaut es jetzt. Guten Morgen, Sir. Wären Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wondermatic-Produkte interessiert? Hallo, Mr. Marconi. Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit Vertretern Technik produziert? Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Oh nein. Und was soll ich denn da jetzt machen? Oh Gott. Ja, was könnte man jetzt hier nehmen? Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Hicks? Bist du das? Yep. Hier ist Hicks. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na, was sagen Sie jetzt? Ist das so? Dann sage ich, ich kenne jemanden, der heute Nacht auf der Straße schläft, komprende? Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Du verdammter Bastard! Findest du das etwa lustig, Hicks? Dann mal viel Glück, heute Nacht ein Dach über dem Kopf zu finden. Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Glaubst du wirklich, du kommst mit dieser Einstellung weiter? Du widerst mich an, Hicks. Du widerst mich an! Du bist nichts weiter als ein abstoßender Wurm, der auf dem Boden umherkriecht und Leute zum Nerven sucht. Du kümmerst dich nie um die Dinge, die zählen. Ich hab deine Scheiße so satt. Das war einer zu viel, hörst du? Ich tritt dir so kräftig in den Arsch, dass du... Okay, also ihr redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne, hier. Ich... Was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Ich verstehe. Aha. Ich verstehe. Okay, komisch, dass Sie das Handy nie ans Ohr halten, aber ist mir jetzt auch einigermaßen egal, denn ich vermute mal, dass der Weg jetzt frei ist. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden würde. Geschafft, geschafft, geschafft. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier irgendwas finden, was wir vertickern können. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Genau. Jedenfalls im Moment nicht. Das heißt, in Randalls Zimmer und den Müll hier auf... Genau. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Mist nochmal was anfangen kann. Ich wusste es. Die Socke, können wir die auch mitnehmen? Warum zum Geier sollt ihr die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Ist ja gut. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Nein. Okay, soll es das jetzt wirklich gewesen sein? Können wir bei Monty mal nochmal... Da gehe ich nicht näher ran. Nein. Könnt mich ja irgendwas angreifen. Das Regal, können wir da was rausnehmen? Nichts Nützliches. Nein. Ich könnte durchs Fenster abhauen, aber das da führt nicht zu Feuerleiter. Gut, dann wieder raus auf den Flur. Und ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Jetzt gleich bestelle. Also, macht mir das Ding Gänsehaut. Legen Sie noch eine elektrische Zahnbürste oben drauf, oder? Nachbartür, okay, da könnten wir vielleicht auch noch irgendwann hinkommen. Gut, dann wieder runter. Oh, wunderbar. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Ach. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben. Nein, nein, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir. Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das Letztere ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn's was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl... Ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann... will ich's eher nicht. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier, vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay, danke, Mann. Wir sehen uns. Er hätte auch ruhig ein bisschen Geld rüberwachsen lassen können, weil dann hätten wir unsere Mietschulden bezahlen können. Aber nun gut. Der steht immer noch hier drin.
Sehr, und die steht immer noch davor. Das ist jetzt auch ein bisschen schade. Ich meine, warum sollte die da so lange vor der Tafel stehen? Es kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Dasselbe gilt für einige Charaktere. Okay. Und was ist mit den Hinweisen? Sind die auch nutzlos? Pfandleihe, da sind wir wieder. So, dann knall ihm mal das Zeug auf die Theke. Zurück. Schachtel voll Zeugs. Da. Das ist keine gute Idee. Na. Oh. So, bitte. Da hätten wir es. Okay. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Tragbare Konsole. Wieso schreibt man da nicht Gameboy hin? Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert. Aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht, alle Fragen sind auf Koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für 3 Tage aus wie der Indianer aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich einen Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Poolmatch in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sage ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf dem Billardtisch entschärfen. Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon 9. Ich sehe schon, dass wir das völlig umsonst hier jetzt gerade gemacht haben. Teil von Carrera-Bahn. Ach, guck mal, da passt es aber. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Schade. Das war's? Kein Ass mehr am Ärmel? Habe ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war's dran, Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst eine Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als eine Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet habe? Mhm. Siehste? Du hast es gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Nein, nein, nein. Verdammt, Hicks! Ich will mein scheiß Geld und ich will es jetzt! Das ist... zu krass. Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wäre am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden. Oder ich schwöre bei Lucifer, ich mach dir das Leben zur Hölle! Komm schon, Randall. Hör nicht auf ihn. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Schnauze, du Weichei! Die Erwachsenen unterhalten sich. Und wenn du es wagst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieß ich dich auf wie ein verdammtes Fleischbällchen. Oh, Himmel! Der Bastard hat eine Mistgabel. Und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert.
Jetzt beruhigt euch. Es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Made. Verdammte Scheiße! Der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring. Ist schon okay. Hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß hört auf. Dann mach ich's. Was bitte sind das für Ausdrücke? Bist du einer von diesen Leuten, die, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, kleine Schulterteufel und Engel sehen? Bingo! Und ich mach genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury-Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Also zurück zum Geschäft, ja. Schön, dass du es dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Hier, die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los, was hält dich auf? Bitteschön. Wow. Wow. Jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen, Kleiner. Nur einen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, naja, wir sehen uns. Okay? Ja, ist gut. Tschüss. Raus hier. Lecco mio, was ist denn jetzt schon wieder? Hallo, wo will der hin? Oh, großartig. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Gottverdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Was sollte das denn jetzt? Frage A. Er hat Geld. Wieso sagt er, woher soll ich Geld kriegen? Frage B. Wieso stellt er sich jetzt hier vor den Laden und kriegt ein Radio an den Kopf? Was soll das denn? Man kann von hier ins Büro schauen. Also, das ist ja mal unglaublich. Übrigens, Freunde, was auch unglaublich ist, ich habe im vierten Teil aus Versehen am Ende gesagt, ich habe hier in 1080p aufgenommen. Das ist leider falsch gewesen. Ich habe zwar die Datei in 80.000, also in 1080p, fertig gerendert, allerdings die Auflösung war auf 720. Das heißt, letztendlich war es dann halt auch nur hier bei YouTube auch nur in 720. Ich werde gucken, ob ich jetzt den Teil und den vorherigen Teil in 1080p aufnehme und dann bitte einmal die Info an mich zurück, wie denn die Grafik ist, ob die euch besser gefällt oder ob die 720 reichen. Da wäre ich euch sehr hilfreich, sehr dankbar über diese hilfreiche Hilfe. So, das war's. Wir gucken mal im Inventar. Was haben wir denn da? Kaputtes Radio. Ein paar Teile sind nicht da, wo sie hingehören. Aha. Eine Mutter und eine Feder. Kann gar nicht glauben, wie viel Kohle ich für den blöden Ring gekriegt habe. Gut, aber wie gesagt, jetzt das Problem, oder die Frage, wieso hat er sich hier hingestellt und hat dann das Radio an den Kopf gekriegt? Und wieso weiß er nicht, dass er Geld hat? Ach klar, die können wir auch mitnehmen. Ach nein, 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 nein. Okay, einen können wir noch mitnehmen. Nein, da will er nicht mit ihm reden. Bahnsteige. Soll das jetzt auch wieder der U-Bahnhof sein? Ja. Tja. Randalls Wohnung. Was ist denn, wenn wir jetzt... Erkunde deine Umgebung. Es gibt einige quasi versteckte Gegenstände. Na toll. Ist ja doch fast wie bei Steam hier. Finde alle versteckten Gegenstände. Nun gut, dann würde ich sagen, ins Treppenhaus. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Warum nicht? Es gibt keinen Grund, das zu machen. Warum nicht? Ach, ist der Vertreter noch da? Ja, er ist da. Er sieht immer noch traurig aus. Ich habe meine gute Tat für heute getan. Außerdem glaube ich nicht, dass er mir noch mehr geben will. Okay. Was ist hier unten? Ach, guck mal, der Polizist ist weg. Können wir nochmal mit Betty sprechen? Der Sieg ist mein. Jetzt heißt es hoffen, dass ich nie wieder was mit dir zu tun bekomme. Okay, doch nicht. Nichts von Interesse. Nein. Manno, was ist mit der Frau? Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht.
Da können wir auch nicht rein. Oh, King. Mit ihm können wir nicht reden. Die Videothek hat geschlossen. Geschlossen? Ja. Die Tür will er auch nicht rein. Nichts für mich. Ja. Mit dem Fremden hier will er auch nicht reden. Das hat man im letzten Teil ja schon ausprobiert. Ich versuche ja... Ja. Und mit ihm? Mm-mm. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Okay. Hierher. Beifuß. Komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Dem interessiert das nicht. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Okay, ich glaube, ich hänge schon wieder fest. Kann das sein? Was schade ist, dass wir hier jetzt auch nicht irgendwie ein U-Bahn-Symbol unten eingeblendet bekommen, wo wir dann relativ schnell die U-Bahn nutzen können. Fahren wir nochmal zu unserem Ex-Chef. Wenn du mal einen wichtigen Gegenstand verpasst hast, mach dir keine Sorgen. Du kannst immer zurück und ihn dir noch holen. Soll das jetzt vielleicht eine Anspielung auf das Radio gewesen sein? Was ist denn jetzt schon wieder? Ey, ich hasse sowas. Hallo, wo willst du hin? Ja, was? Hä? Hallo? Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Hä? Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Hä? Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause, also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Sally, was ist los? Randall! Ja? Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Was Sally, denn? Sally, komm schon! Du machst mir Angst! Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen! Jetzt! Was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht am Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Ja? Oh Gott! Ja? Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen, verdammt! Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Und wieso hat er sich das Telefon schon wieder nicht ans Ohr gehalten? Das ist so schade. Freunde, was ist passiert? Bevor wir das herausfinden, gibt es leider einen Schluss, nämlich hier, jetzt und sofort, nämlich der Teil ist vorbei. Ha, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW Boy 18. Adieu.